Witz. Ich habe eine Fleischkugel in einen Hoden oder was das ist. Hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Diablo 3. Ja, ich habe ein bisschen mit dem Kollegen gespielt. Jetzt bin ich Level 70. Kann T1 jetzt ohne Probleme alleine wieder spielen. Und ja, ich mache viel mehr Damage. Jetzt 189. Hier hätte ich noch Ding, die nehme ich aber nicht. Ich will irgendwie die Pocken der Pandaros behalten. Also die haben einen Sockel. Dann lege ich doch weg. Und so, sonst Himmelsfuhrer plus 13. Die sind auch besser. Sehr schön. Also, heute kloppen wir uns extremst durch T1 und ja, haben unseren Spaß. Ich habe den Fleischteil hier bei ihr bekommen. Habe jetzt nur noch zwei von diesen Teilen, Blutsplitter und ja, unheilvolles Relikt. Gegner, die getötet werden, während Akrats Champion aktiv ist, werden 10% lang, 10 Sekunden lang zu Avataren von Phalanx. Ja, aber Nahkämpfer. Aber sind re doch recht gut. Also wenn wir mal ein bisschen Unterstützung brauchen, dann nehmen wir natürlich das. Also wir werden hier. Oh, den schlecht. Oh Gott. Schaffen wir den schlechter? Wir werden anfangen mit Cthulhu. Irgendwas mit Cthulhu. Ja, das dachte ich mir. Dass direkt mal etwas kommt, das nicht so mag und es leckt irgendwie. Ich sage, er leckt es jetzt plötzlich. Geht's noch? Fraps, hallo. Bisschen mehr Performance, bitte. Ja, was macht die? Noch ein zweiter. Das ist nicht gut. So, eine haben wir. Der andere ist sehr leicht. Ah, das ist nur ein Gebietsboss, sag ich jetzt mal. Jetzt ist er down. Voller Macht. Gut. Also ja, die Gegner sind natürlich zäher auf Level 70 als noch auf Level 56. Aber ja. Dafür sind sie leicht. Wir haben so viele Sachen zum Spammen und wir bekommen so gut diese Paragon-Levels. Ist doch auch mal gut. Oh, der hat Schaden gemacht. Also wie ihr seht, eigentlich kommen wir durch, gut durch. Wir brauchen nur noch etwas Stärkeres. Und wir bekommen auch sehr viel mehr Zorn. Hallo? Geht's noch? Weg damit. So, jetzt seht ihr wahrscheinlich bald die Kleinen. Ja, dort ist der Nahkämpfer, seht ihr ihn? Ja, und die werden beschwert. Jetzt haben wir zum Beispiel zwei 10 Sekunden lang. Also einer ist schon weg, weil er vor 10 Sekunden aufgewacht ist. Und der andere jetzt auch. Also es geht nicht lange, aber immerhin. Und einer wird weggeschleudert wie. Was weiß ich. Ein Gummiball.
Also hier ist sicher irgendwo ein Event da drüben. Ah, das ist dieses Event. Ist das nicht das mit den vielen Monstern? Na, wir müssen hier alle töten, die ringsum sind. Diese Mager. Södele. Oh, hier haben wir so viele. Geschafft. Wir haben den Cthulhu, den Todesrufer, besiegt. Sehr schön. Und Buros kommt ohne. Sechs von 150, gut. Ja, kommt noch mehr. Weg damit. Fahren mit dem Baum da noch. Oh, noch ein Baum. Irgendwie cast manchmal der Ding nicht. Die Blitze. Wie viele Bäume kommen noch? Oh Gott. So, jetzt. Das geht jetzt viel schneller so. Die Kleinen sind noch recht stark. Oh. Die sind schon lange tot und ich schieß noch das Bombardement drauf. Oh, groß, groß, groß. Okay, jetzt können plötzlich alle online. Hey. Lass mich in Ruhe. So, jetzt. Das scheint ein bisschen stärker zu sein als andere. Oh Gottchen, ich sterbe. Ich kann nichts machen. Der vereist Horte. Ah, wegen Horte sind die stärker geworden. Okay, in der Stadt. Lassen wir den. Ja, Hortengegner sind eigentlich die stärksten fast. Wenn einer von denen stirbt, dann sind die anderen stärker und das ist nicht so gut. So, hier ist Apotheker helfen. Oh, das ist eine längere Quest, das nervt ein bisschen. Da muss man eigentlich immer hier rechts nach oben. Oder geradeaus zuerst und dann rechts nach oben. Weil es ist im nächsten Gebiet. Oh nein, es ist die Hochland. Hä? Die Hochland-Ebene ist doch im zweiten Gebiet. Oder ist sie auch im ersten Gebiet? Ach, geh dann. Nicht abhauen, nicht aus dem Bombardement. Laufen, hallo. Tja, jetzt hat er den Salat. Ich werde auch wütend.
Also wir gehen jetzt mal in die nächste Ebene. Wahrscheinlich ist sie schon dort. Je nachdem. Wir können, glaube ich, sogar in zwei, drei Ebenen spawnen, die Hochlandebenen. Höhlen. Ja, toll, dort ist noch ein Champion. Was? Zwei? Geht's noch? Also einen haben wir schon mal. Oh, ein Plan. Sehr schön. So, und jetzt den Rest. Sehr schön. Was Utes Urte? Utas Gebrüll. Mhm. Lassen wir wegen der Erfahrung. Ich will nur nehmen mit viel Unterschied. Lieber ein bisschen mehr Erfahrung. Okay, der Gelbe habe ich jetzt gesehen. Und jetzt können wir ja mal den casten. Ja, wie viel wollen jetzt noch online kommen? Das ist der gleiche. Wieso gehst du nicht früher online? Damit du mir nicht nervst. So. Na, den schaffen wir wahrscheinlich nicht, bevor er sich... Ja, jetzt kommen noch andere. Ja, unmöglich. Ach, lass mich doch in Ruhe, ich will doch den besiegen. Ja. Toll, jetzt sterben wir sogar noch drin. Geht weg. Ich mag euch nicht. Ah, immer dieses scheiß Zornzeugs. Und wenn ich keinen Zorn habe, laufe ich automatisch zum Gegner. Das nervt ein bisschen. Nicht genug Zorn. So. Plötzlich wieder so viel. Diese Ebenen sind voller Monster und immer diese scheiß zähen Teile von Ziegenmenschen. Das nervt. Hier hast du Bombardement. Oh, fast selber getötet. Also, hier ist die Ebene. Ah, hier haben wir noch Erfahrung, gut. Ja, ich weiß, was los ist. Oh Gottchen. Da oben ist noch ein anderer. Können wir den besiegen, ohne den anzulocken? Ja, sehr schön. Sehr schön und weg damit, ihr Scheißfliegen. Ich habe auch manchmal ein paar Kill-Ding da bei, also Massentötungen und so. Nur Geduld.
Wenn ich die Fliegen töte, oh Gott, Gott. Gibt nichts Schlimmeres, als wenn man im Let's Play gestört wird von Fliegen. Ah! Nein, sie müssen immer auf der Hand landen oder so etwas. Können die nicht anders machen? Haben die wirklich keine Hobbys? Schlimm sowas. So, und wo haben wir denn den Kleinen? Da ist der Ausgang, da ist er mal nicht. Vielleicht unten. Jetzt ist er wieder offline, okay. Hier ist er ja. Komm. So, Dele. Stirb. Und wir haben Paragon Level 48, sehr schön. Hier müssen wir Ressourcen. Lebenpotiv bringt nicht viel. Wir brauchen unbedingt das zuerst. Ja, ich will so raus. Machen wir zuerst Halle der Argonie 1. Das geht hoffentlich nicht so lang wie das andere. Hier müssen wir töten, die da den Stab in den Boden rammen. Damit hier nicht die Großen erscheinen. Tentakel. So. Wo haben wir jetzt dieses Teil? Gehen wir mal hier entlang. Weichen den Großen aus. Ah, das ist der Kultisten-Groß-Inquisator. Der ist sowas von schwach. Wie wär's mit Sterben? Wir bleiben einfach mal ein bisschen im Fleisch, weil... Ach, kommt schon. Haut ab. Na toll. Weißt du, dann erscheint der Blubbel einfach mal weit weg. Den habe ich ja gewartet. Kam zu spät und dann ist er einfach mal ganz weit weg gespawnt. Solche Gemeinheit. Ja, ist wieder wahrscheinlich ein Goblin. Die können wir einfach nicht besiegen. Die sind so zäh in diesem Schwierigkeitsgrad.
Ein bisschen nerven können wir. Oh, fast hätten wir noch ihn geschafft. Er muss wirklich alleine sein, damit wir ihn schaffen. Aber er bringt nichts. Er bringt so scheiße Edelsteine und alles. Gottchen. Das brauchen wir einfach nicht. Ich hätte ihn gern immer down. Immer wenn ich ihn sehe, dann muss ich ihn down machen. Das ist so mein Blutsbuch. Das gehört in mein Blutsbuch. Muss ich ihn zermanschen. Und wo ist jetzt dieser Crassius, bitte? Ah, wieso wird das nie angezeigt am Anfang? Das wird erst ganz am Schluss angezeigt, wenn wir alles geschafft haben. Oder wenn wir einfach nah genug dran sind. Hallo. Ich will die hier nur töten. Hast du etwas dagegen? Wenn du im Weg bist, will ich dich töten. So, und jetzt? Hallo? Immer noch nichts. Ja, toll. Er ist nicht hier. Er ist einfach mal nicht hier. Und jetzt laufen. Oh, wir sind doch so langsam. Wo ist er denn? Oh, da drüben ist er. Er ist oben drüben. Wir müssen also doch dort durch. Oh Gottchen. Jetzt wieder angezeigt, weißt du? Jetzt wieder angezeigt. Aua. Aua. So, also gehen wir halt unten durch. Ei, du. Ja, hier sind nochmals welche. Der Strahl geht mal einfach mal weg und will runter. Oh Gott, ja. Diese KI ist ja schrecklich. Ich will jetzt da direkt durch. Volle Kante. Ah, ihr nervt, wisst ihr. Ah. Hopp. Und hopp. Und hopp. Voll in den Schnittel. Geht noch ewig, ey. Gott, oh Gott, das geht ja noch ewig. Was ist denn los mit dem Kopfgeldaufträgen? Sonst waren sie doch nie so lange. Sterbt endlich. Der Strahl ist schon extrem OP. Der macht schon fertig Schaden. Aber leider zu wenig schnell einsetzbar. Kommt mal alle zu mir. Dann mache ich ein Bombardement.
Und setzen jetzt alles ein und holen den anderen noch zu mir. Komm. Ja, der kommt einfach hier nicht durch. Das geht mal gar nicht. Aber der ist ja viel leichter als die anderen vor ihm, die nicht Bosse waren. Okay, dann machen wir lieber eine Rift. Verkaufen wir mal das Zeugs. Ach, wieso ist hier kein Händler? Weg. Weg, weg. Das ist eben der Gürtel. Nichts Gescheites. Und immer dieser hohe Dingkosten, Rüstungskosten. Also Utahs Gebrüll. Eine legendäre Axt. Schauen wir die mal an. Die ist gleich hier gewesen. Hier ist sie. Die ist eher für einen Barbaren. Aha. Wird die stärker? Nein. Bonus ergibt es wahrscheinlich auch nicht. Wie seht ihr, wir machen sie mal immer. Ja, die ist viel schwächer. Keine Bonuseffekte, keine Orangen. Eine Giftschale, Weitschuss, Überzeuger, Blutmagieklinge. Dämonenfangst. Erzfeindpfeile, Boshaftigkeit. Nachternte. Das habe ich schon mal hergestellt, Grießworts Ding. Bones, brennender Hass für Bones. Nö. Da ist noch Schattenschwur, aber zu schwach. Okay, haben wir eine neue Axt. Und ich muss mal wieder Platz machen im Hütter. Oh Gottchen. Ich wollte schauen, wie viel ich habe. Ich habe sicher ein paar. 35 habe ich also. Wo ist es jetzt? Da rechts. Mal schauen, wie weit wir hier kommen. Sonst stehe ich wirklich runter. Ich möchte doch gerne irgendwas, ein Unique haben. Ein Legendary, wie sie ja jetzt heißen. Und ja. Hoffentlich nicht zu viel sterben, bitte. Ja, die zwei Tränke, die mir gefehlt haben. Ja, wenn sogar die Aale nicht so viel so viel aushalten. Und hier fängt es an mit dem schrecklich. Oh Gottchen. Hallo, ich möchte nur kämpfen. Ich möchte nicht hinlaufen. Die versperren den Weg selbst. So, jetzt hat es einer durchgeschafft.
Jetzt könnten wir nicht weggehen. Sehr schön. Jetzt nur noch den. Wie er zerfetzt wird. Ich lebe das. Noch nicht. So, der nächste schreckliche Gegner. Ja, genau, Bombardement, also Mercer. Oh Gott. Jetzt wird's heftig. Keine Chance, hä? Keine Chance. Ha, der Rift ist einfacher als die Ebenen vorher. Oh. Alles einfach, alles einfach. Ja, hätte ich jetzt nicht machen müssen, aber wieso nicht? Oh, das große Teil wird zu einem kleinen Hühnchen. Oh. Ja, sicher, Vereisungspuls auch noch. Geht's noch? Ach Gott. Der kommt einfach hier nicht durch. Wie viel willst du noch casten? Das sind wieder so Spam-Gegner. So. Fast missglückt. Aha, ich hasse diese Gegner. Die haben so viel Leben. Dann tun sie noch stunnen und alles mögliche. Hallo, Strahl einsetzen bitte. Hier ist nichts mehr. Also, was hat der bekommen? Was ist der Wächter? LOL. Der hat gerade mit allen gesprochen, geht's noch? Wahrscheinlich ist es ziemlich langweilig. Die kommen auch nicht durch. Was ist denn das für eine Ebene? Wenn alles nicht durchkommt. Oh, noch mehr Leben. Sehr schön. Wieso nicht? Hä? Wieso nicht? Wieso nicht noch mehr Leben? Die haben schon die ganze Zeit viel Leben. Ihr habt nichts zu melden, Schlecker. Schlurps. Ihr seid ein bisschen kacke. Habt ihr das schon gedacht? Habt ihr dran gedacht, dass ihr kacke seid? Ihr seid ein bisschen schämierhaft. Schamgefühl, hä? Schamgefühl. Oh, zwei Paragon-Levels in diesem Part, sehr schön. Oh Gottchen, noch den nächsten. Wie viel muss ich jetzt noch besiegen? Wann kommt mein eigentlich mein Legendary, hä? Wann kommt mein Legendary? Gib mir doch einfach mal ein bisschen von den Legendaries ab. Und nicht von Plänen. Ich brauche keine Pläne. Noch nicht
Was ist jetzt, hä? Was macht ihr jetzt, hä? Jetzt bin ich groß und ihr seid klein. Das nächste Schrottteil. Oh Gottchen. Haut ab. Widerliche, schreckliche, grässliche Teile. Und wie lang ist das? Boah. Nein. Ach, geht aus dem Weg. Alle aus dem Weg gehen, bitte. Dankeschön. Ihr seid ja so niedlich. Oh Gottchen. Ja, und jetzt glitscht einer noch hindurch. Genau. Bitte keine verseucht Pfützen hin. Ach komm schon. Was ist denn hier los? Oh, verseuchen, geschmolzen, schnell. Was alles noch? So, der ist leicht ab. Zul aus der Dunkelheit. Zisch ab. So. Haben wir das auch? Sehr schön. Oh, noch einen. Gott, oh Gott. Hilfe. Ah, mit Rückstoß. Ist nicht so gut. Ja, was sollen wir hier machen? Ich warte noch bis das legendär und dann stelle ich hier jetzt rund in den Schwierigkeitsgrad. Ah, das geht ja gar nicht, ey. Hallo, ich kann nicht mal irgendwas machen. Solange alles. Diese Strahlen immer dort sind. So, den haben wir. Legendary? Kein Legendary. Ich habe doch wieder ein bisschen MF hingetan. Wo bleibt denn mein Legendary? Nein, ja, ja, ja. Ja, genau. Habe ich so falsch geschossen. Jetzt denn bald? Die haben 82 Millionen Leben. Was haben die anderen gehabt? Noch mehr? Natürlich mit mehr Leben. Oh Gottchen. Also jetzt stehe ich aber runter. Fertig. Ganz rund. So. Mir ist es jetzt egal. Ich rasche jetzt durch. Das ist auch ein bisschen spannender. Eventuell finde ich ja bald noch ein paar gute Items. Ja, genau, zum Beispiel hier. Oh, ich werde gestunt. Aha. Zwei Bosse auf einer. Auf einmal, Herrgott, Gott. So. Gute Glück machen die keinen Schaden mehr. Aber auch die haben 2 Millionen Leben. Mann, ich mag Diablo 3 nicht mehr. Hab's eigentlich nie richtig gemocht, aber ja. Es ist halt schon ein bisschen fail, was da Blizzard gemacht hat. Oder am Machen ist.
Das kann man ihnen nicht lassen, also bitte. So viele Leben geben. Ah, endlich kommt. Ja, jetzt kommt das Legendary. Genau. Jetzt, wo ich runtergestellt habe, kommt das Legendary. Ach komm. Was haben wir hier? Ah, diese habe ich auch schon zweimal, dreimal. Ja, und natürlich noch schwächer. Mit Geschicklichkeit. Ach Gottchen. Ja, ich habe neue Transmodifikation, weil ich die alten gehabt habe vor der Modifikation. Nee. Nichts Gescheites. Aber ich mache schon 1 Million Schaden. Manchmal. Ist doch gut. Der gibt jetzt recht viel. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Also wir bekommen auch so viel Ding, Paragon Levels. Ich werde vielleicht ein paar Ding machen auf, sagen wir, auf Profi werde ich noch ein paar Kopfgeldaufträge machen, fertig. Und dann werde ich mal schauen, ob ich dann wieder ein bisschen T1 mache. Weil es ist schon recht zäh, also es macht irgendwie gar keinen Spaß, wenn die Gegner so richtig zäh sind. Da will ich mich zuerst lieber ein bisschen normal pushen. Ich dachte, ich könnte die Set-Items abgreifen, aber die müssten ja so extrem selten sein. Wieso denn, Blizzard? Wieso denn? Ist nix. Okay, dann mache ich mal einen neuen Part. Ah, machen wir bis irgendwie noch diese Engel hier. Die schon reinplatzen. Oh, ein Set-Titan, aber leider kein T1-Set. Also, was das Set-Item ist, was die zwei Set-Items sind, das erfahrt ihr im nächsten Part.